Ja, herzlich willkommen zur letzten Session vor der Mittagspause. Ich hoffe, ich werde einige interessante Infos für Sie zusammenstellen. Mein Name, hat Thomas schon gesagt, Atina Trakas. Ich bin Ansprechpartnerin für unsere Mitglieder in Europa. Also wenn Sie was wissen wollen zum OGC, fragen Sie mich, wie der Till hatte das vorhin so schön gesagt, ich mache jetzt, der eine, er sagte 10 Jahre GML, ich bin GML-Experte, Till ist WebGIS-Experte, ich bin Netzwerk, also das soziale ich bin Netzwerkerin. Ich würde jetzt sagen, ich bin soziale Netzwerkexpertin, aber ich bin nicht auf Facebook und da fehlt mir was. Gut, aber ich werde heute ein bisschen was zum OGC erzählen, ein Programm vorstellen und einige Beispiele. Um was geht es überhaupt? Also natürlich technologisch geht es um Interoperabilität, aber wie unser Gründer David Schell sagte, um was es wirklich geht, das ist die Koordination von Organisationen. Wir alle haben einen anderen Blick auf eine Katastrophe, auf irgendein Event und jeder sagt, ein Leuchtturm, das ist für die Schifffahrt sehr wichtig, für andere Leute ist das da hast du eine tolle Aussichtsplattform, für Dritte kann es eine touristische Attraktion sein. Und was wir machen beim OGC, wir bringen die Leute zusammen. Es geht darum, dass man Daten einfach austauschen kann zwischen Behörden, zwischen Verwaltungen und der Industrie. Und gehen tut das, indem man gemeinsame Schnittstellen hat, die Interoperabilität ermöglichen. Es geht um urbane Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wieder ein sehr wichtiges Wort, nachdem es irgendwann vor 10, 15 Jahren sehr beansprucht war. Es geht um Pandemien, was können wir machen? Und die größte Herausforderung, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ist einfach grenzüberschreitend Daten zu nutzen. Und mit Grenzüberschreitung meine ich jetzt nicht zwischen Deutschland und Polen oder zwischen den Bundesländern. Es kann Grenzen sein zwischen Behörden, es können Grenzen sein zwischen zwei Organisationseinheiten innerhalb einer Organisation. Das sind die Grenzen zwischen mir und dir, weil diese Grenzen, die müssen wir einfach überwinden. Und das gehört alles dazu. Also einerseits haben wir natürlich den technologischen Aspekt beim OGC, aber auch Diskussionsforen, wo man eben die Themen besprechen kann. Kurz noch zu der Präsentation. Ich werde über ein paar Slides drüber gehen. Die sind aber nachher zum Download, stehen die zur Verfügung und an ein paar Stellen werde ich noch ein paar weitere Informationen dazufügen. 20 Minuten ist nicht so richtig viel, dass ich hier jetzt alles abdecken kann. Also was macht das OGC? Wir wollen eine Informationswelt schaffen, in der Geoinformationen und Geodienste über Netzwerk, Applikationen und Plattformgrenzen hinweg genutzt werden und bereitgestellt werden können, ohne dass man Experte in der Standardsentwicklung sein muss. Und wie schon gesagt, wir bieten auch ein Forum für die Entwicklung, Förderung und Harmonisierung von offenen und frei verfügbaren Standards. Die Arbeit beim OGC passiert einerseits in den Domain Working Groups, also wir haben zwei Formen von Arbeitsgruppen. Die Domain Working Groups, das sind wirklich die Foren, wo sich zum Beispiel die Hydrologen unterhalten und sagen, Mensch, der OGC WMS, das ist ein cooler Standard, den nutzen wir schon, aber wo sind vielleicht die, wo erfüllt er nicht komplett unseren Anforderungen? Und die besprechen das und die Informationen gehen dann weiter, wieder zurück an die entsprechende Standardsarbeitsgruppe. Dort wird an sogenannten Candidate Standards gearbeitet, bevor die verabschiedet werden. Und es wird über potenzielle Weiterentwicklungen bestehender Standards diskutiert. Das ist ein nettes Video über das OGC, was wir machen. Wenn Sie mal Zeit haben, zweieinhalb Minuten. Ich habe es gestern schon, ich weiß nicht, wer von Ihnen im Einführungsvortrag gestern Vormittag um 10 Uhr war, da habe ich schon erzählt, das OGC wurde 94 gegründet, also wir feiern dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum und wir sind über 470 Mitglieder.
weltweit, aber wie Sie sehen, der Großteil der Mitglieder kommt aus Europa und dann Nordamerika, und Deutschland stellt die größte Gruppe der Mitglieder in Europa. Also ich sehe hier auch schon ein paar Mitglieder, OGC-Mitglieder. Das heißt, wenn Sie Fragen haben zum OGC, was technische Fragen, kommen Sie zu mir und ich vernetze Sie dann mit den Mitgliedern, weil das sind die Experten, die können Ihnen da weiterhelfen. Wir haben über 35 Standards, und ganz viele der OGC-Standards sind auch ISO-Standards, weil wir mit ISO und anderen Standardisierungsorganisationen zusammenarbeiten. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern wir wollen wirklich Kooperation, oder wir gehen Kooperation mit anderen Standardsorganisationen ein. Alle OGC-Standards können in Software implementiert werden, und deswegen haben wir sehr viele, es gibt auf unserer Webseite eine Liste aller Produkte, also die OGC-Standards implementieren, und wir haben auch Referenzimplementationen zu einigen Standards, nicht zu allen, und die Referenzimplementationen sind zu einem Großteil, kommen aus der Open Source GIS Community. Beispiele für OGC-Standards: WMS, WFS, KML, WMC, GML wurde genannt. Ich gehe da nicht ins Detail, das können wir separat machen, oder Sie schauen im Programm. Es gibt nämlich einige Sessions, wo Implementationen von OGC-Standards vorgestellt werden. OGC-Standards sind offene Standards. Das heißt, sie sind frei und öffentlich verfügbar, nachdem sie verabschiedet wurden von den OGC-Mitgliedern, erfordern keine Lizenzgebühren. Und was sehr wichtig ist, sie sind anbieter- und datenneutral. Also wir haben da keine Präferenzen. Wir haben zwar Mitglieder, Mitglieder beim OGC kommen aus der Open-Source-Welt und aus der proprietären Welt, aber der Standard an sich, der kann implementiert werden in proprietäre Software oder in freie Software. Wir stehen dem neutral gegenüber. Was sehr wichtig ist, offene Standards, also Open Standards und Open Source Software, ist nicht das Gleiche. Der Arnulf Christel und der Carl Reed, die haben ein White Paper geschrieben, wo das schön beschrieben wird, was ist der Unterschied zwischen Open Source Software und Open Standards. Natürlich gibt es einen Nutzen und Mehrwert von offenen Standards. Ganz einfach, sie beleben den Wettbewerb, und was ich ganz wichtig finde, sie verhindern ein Lock-in in proprietäre Architekturen und Systeme. Der Horst Düster vor mir hatte das schön, der sprach von der digitalen Nachhaltigkeit, und ein System sollte einfach auf offenen Standards und Open-Source-Software basieren. Und was ich ganz wichtig finde, und da sind die Vertreter der öffentlichen Verwaltung oder vielleicht der Entscheider und der politischen Ebene angesprochen, machen Sie sich kundig, informieren Sie sich, was offene Standards bieten, weil Sie sind diejenigen, die Ausschreibungen rausgeben, und ein System, das auf offenen Standards basiert, ist einfach viel nachhaltiger. Und da gibt es auch, wir haben viele Mitglieder, die auch aus den Ministerien kommen. Da kann ich gerne auch wieder den Netzwerkeffekt machen und sie mit unseren Mitgliedern verbinden, die da tätig sind. Oder ich kann ihnen auch Informationen an die Hand geben, wie so eine Ausschreibung aussehen könnte. Ich habe schon erwähnt, große weltweite Nutzer-Community. Inspire hier in Europa natürlich ein heißes Thema. Das basiert, die Empfehlungen basieren auf ISO und OGC-Standards. Auch Copernicus, früher als GMES bekannt, das setzen auch auf, also die Umsetzungen werden viel mit offenen Standards gemacht. Ja, wie entsteht so ein Standard, oder wie passiert die Arbeit beim OGC? Es ist immer, dass die Anforderungen aus der Community kommen. Es ist so, unsere Mitglieder sagen, Mensch, da drückt mich der Schuh, und ich weiß, mein Kollege, der auch Mitglied im OGC ist, die brauchen was, zum Beispiel aktuell, das ist ein Kandidatstandard, Indoor Navigation. Wie kann ich mich innerhalb von Gebäuden bewegen? Das ist interessant oder wichtig, wenn man zum Beispiel ein Haus evakuieren muss. Kann aber auch ganz interessant sein, ich laufe durch eine Shopping Mall und kriege die neuesten Angebote aus dem Laden, an dem ich gerade vorbeilaufe. Wenn dann zwei oder mehr Mitglieder beim OGC sich zusammentun, können die eine Arbeitsgruppe bilden
und eben an dem Standard arbeiten. Das wird natürlich dann öffentlich kundgetan und wenn noch mehr Organisationen mitmachen wollen, ist es möglich. Zum Teil muss man dann Mitglied sein beim OGC, zum Teil geht es auch ohne eine Mitgliedschaft. Also die Standards sind auch beeinflusst von sich immer ändernden Technologien. Also vor 10 Jahren, ich weiß nicht, wer vor 10 Jahren dachte, wir laufen heute alle so durch die Stadt und gucken, wo wir hinkommen, anstatt mal zu lesen, in welcher Straße ich bin. Also Smartphones, was die heute machen, ja, das wusste man noch nicht und ich kann auch jetzt noch nicht sagen, was in 5 oder in 10 Jahren kommt. Also es entwickelt sich immer weiter und da muss auch die Standardisierung mitmachen, mithalten und sich überlegen, okay, was müssen wir Neues machen. Ich habe hier jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. In Großbritannien oder im Vereinigten Königreich, ich habe gelernt, das ist nicht Großbritannien, das ist auch nicht England, also im Vereinigten Königreich gab es ein Plugfest und das wurde vom Ordnance Survey und vom Defence and Science Technology Laboratory angeregt in Zusammenarbeit mit dem OGC und das ist speziell für den UK-Markt zugeschnitten. Das Plugfest ist Teil eines Programms vom OGC, also wir haben 4 Programme, wie Sie hier sehen, und das Interoperability Program, das ist ein globales Programm, wo geschaut wird, Anforderungen, real existierende Anforderungen an Software oder an OGC-Standards getestet werden. Hier steht praxisorientiertes Arbeiten an den Standards. Man guckt, sind die Standards fit for purpose, sind die gut für meine Zwecke und die Ergebnisse von so einem Interoperability-Experiment oder einem Plugfest, die gehen wieder zurück an die Arbeitsgruppe, die sich mit dem entsprechenden Standard beschäftigt. Das Interessante dabei ist, dass Nutzer und Softwarehersteller zusammenarbeiten. Und wie schon erwähnt, es geht um reale Anforderungen, die meistens von den Nutzern kommen. Das ist also kein ich überlege mir mal was und schaue, ob der Standard funktioniert, sondern es sind wirklich die Nutzer, sagen, ich habe Anforderungen, ich habe Pflichten zu erfüllen und ich möchte das gern mit OGC-Standards umsetzen. Lass uns das testen, wie das geht. Genau, wieder zurück zu diesem UK Plugfest. Die Idee war, dass man verstehen wollte, okay, wie schaut der britische Markt aus, welche OGC-Mitglieder gibt es, was für Software haben die und was sind die Anforderungen, die vom Ordnance Survey kommen. Der Ordnance Survey ist die Vermessungsbehörde in Großbritannien. Und es geht viel um Interoperabilität. Man kann einfach sagen, ja, meine Software implementiert OGC-Standards und somit sind wir interoperabel. Aber das ist wirklich ein Testumfeld gewesen, wo Daten vom Ordnance Survey genommen wurden, wo Software von verschiedenen Softwareherstellern genommen wurde und die miteinander verknüpft wurde. Es gab in dem ganzen Plugfest gibt es 2 Sprints. Der erste Sprint fand hinter verschlossenen Türen statt, also weil die Idee war nicht zu sagen, wie deine Software ist schlecht und deine, also es geht nicht darum, jemanden anzuschwärzen, sondern tatsächlich zu schauen, wo stehen wir in Großbritannien, was Interoperabilität angeht. Das ist auch einfach ein Thema, was im Zuge von Inspire auch wichtig ist. Dann konnte man auch, die Softwarehersteller konnten zeigen, was implementiere ich und wie implementiere ich es. Und die Ergebnisse waren sogenannte Engineering Reports und die Ergebnisse von dem ersten Sprint, die sind hinter geschlossener Türe, wurden die an die Arbeitsgruppe weitergegeben, weil, wie gesagt, es ging nicht darum, irgendjemand anzuschwärzen. Und die Ergebnisse von dem zweiten Sprint, die sind aber öffentlich zugänglich. Und da kann man auch, also es gibt ein Public Engineering Report, es gibt ein Public Best Practice und was vielleicht auch ganz interessant ist für Deutschland und andere Länder, es gibt die Lessons Learned, was sind denn wirklich die Fallstricke, wenn wir von Interoperabilität innerhalb eines Landes reden. Es gab 4 Szenarios, es wurde
geschaut, also nach Implementation von GML, WMS und Cascading WMS, WMST und WFS. Also die Ergebnisse sind noch nicht draußen, weil das wirklich ganz aktuell, der zweite Sprint war vor 2 Wochen. Aber sobald die Infos draußen sind, finden Sie die auf unserer Webseite. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht, also aus dem Standard, und das passt auch wieder zu dem, was Till vorhin gesagt hatte. Er meinte, ganz viele seiner Kunden, die fragen einmal nach Mobile-Lösungen und Offline-Lösungen. Und der Geo-Package-Standard, der macht das, der bringt die zwei Dinge zusammen. Ja, viele File-Based-Geodatenformate sind Dinosaurier. Das sind übrigens die nächsten Slides sind von einem Kollegen von mir, der ein Webinar dazu gemacht hat. Wir sehen heute Apps, es gibt überall Apps, wir haben hier auch in der Foskes eine App, und Web-Services arbeiten ohne Internetzugang, funktionieren die gar nicht. Und das andere ist, das kennen wir alle, gestern twitterte einer, hey, es ist toll, dass wir hier an der Hochschule sind und Internet funktioniert prima, aber ich habe keine Steckdose, ich brauche Strom. Und GeoPackage bringt eben, wie ich schon erzählt habe, offline und mobile zusammen. Man könnte sagen, das ist eine Ablösung vom Shapefile. Längst überfällig, und wir haben auch, also bei GeoPackage haben auch Vertreter von Esri mitgearbeitet. Es war lange, lange überfällig, und das Shapefile bringt, ist im SQLite implementiert und bringt eben Vektorformate, Rasterformate und Projektionssysteme, bringt es zusammen in einem Format. Man kann dann die Informationen per E-Mail senden, auf der Webseite veröffentlichen, mobil usen, nutzen. Und damit arbeiten. Wir haben eine Webseite, geopackage.org. Ich würde Ihnen empfehlen, also es gibt zwei Sachen. Es gab ein Webinar vor 10 Tagen. Wenn Sie den Blog lesen, da ist ganz unten der Link zu diesem Webinar. Das dauert eine Stunde. Da ist nochmal eine Einführung in GeoPackage. Es werden 3 Implementationen vorgestellt. Das ist vielleicht ein guter Anfang, sich mit GeoPackage auseinanderzusetzen. Ansonsten noch auf diese geopackage.org-Webseite gehen, lesen Sie den Standard, nehmen Sie einen Beispieldatensatz und schauen Sie, wir haben hier gelistet, welche Software GeoPackage implementiert. Wenn Sie Softwarehersteller sind und GeoPackage implementieren, also es geht jetzt ja auch konkret an die Open-Source-Community, bitte sich melden, dann können wir das hier mit einführen. Ich habe schon erwähnt, dass ganz viel Software OGC-Standards implementiert. Und da findet sich auch eine Liste auf unserer Webseite. Wir haben auch einen Test, einen Compliance-Test, wo Sie sagen können, ich bin OGC-zertifiziert für einen bestimmten Standard. Und ich habe hier zum Beispiel die Firma Latlon, die haben sich zertifizieren lassen für die Implementierung dieser Standards. Degrees sind Referenzimplementierung für viele. Wenn Sie sich dafür interessieren, das kann sein, also von Software-Seite, dass man sagt, ja, ich will gerne das Logo, weil ich damit besser an den Markt kann. Von User-Seite ist es interessant zu wissen, wer implementiert denn, wer ist OGC-zertifiziert, kann sich auf der Webseite umschauen. Und wir haben verschiedene Tests. Über die 3 Slides gehe ich drüber, weil mein Moderator, der guckt schon von der Seite. Das können Sie dann lesen, welche Tests, für welche Standards es bereits die Tests gibt. Für 2014 KML, OWS Kontext, Sensor, im Sensorbereich sehr viel, WMTS, WPS. Und wir haben auch Ideen fürs nächste Jahr. Und auch nochmal, wenn Sie Interesse haben, sagen, Mensch, das Thema Compliance-Testing interessiert mich, sprechen Sie mich an und
Das ist mein Kollege Luis Bermudez. Der freut sich mit Sicherheit, wenn er noch Unterstützung kommt bei der Entwicklung von Tests zum Beispiel. Ein letztes ist der Ausblick zum OGC, zu dem nächsten OGC-Meeting. Einfach, dass Sie mal sehen, wo kriege ich denn Informationen her, was gerade aktuell ist. Wir haben nächste Woche ein OGC-Meeting in den USA. Und wenn Sie sich interessieren, was los ist, würde ich auf die Agenda gehen, auf das Programm. Weil das einen sehr schönen Überblick gibt, welche Arbeitsgruppen aktiv sind, was gerade läuft. Ich scroll mal hier runter. Das ist ja Augmented Reality und ich habe gerade das Programm durchgeschaut. Da geht es auch um Open Source Implementierung für Augmented Reality. Ein anderes Thema, was ich sehr interessant finde, da geht es um eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Indoor-GML, ich habe das vorhin kurz erwähnt, und City-GML. Und ich könnte mir vorstellen, dass da interessante Ergebnisse mit rauskommen. So, stay tuned. Wir sind auf LinkedIn, wir haben einen Blog, wir twittern. Gehen Sie auf unsere Webseite, schauen Sie sich an, wo Sie Informationen herkommen. Sie können auch mich jederzeit kontaktieren. Und hier als letztes, weil wir gestern darüber geredet haben bei der Abendveranstaltung. Wir haben einen Market Report gemacht, offene Standards in Inspire. Wenn Sie sagen, ich muss Inspire machen und es ist sehr viel und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, lesen Sie das durch. Und wenn Sie OGC-Standards schon nutzen, dann sind Sie schon sehr weit in Inspire. Und der Market Report gibt sicherlich noch ein paar Anregungen. Dankeschön. Ja, danke, Tina, für diesen schön straffen und inhaltsreichen Vortrag. Ja, ich sehe schon, es gibt sofort Fragen, Anmerkungen. Ja, eigentlich eine ganz kurze Frage. Geopackage, hat das irgendwas mit Spatialite zu tun? Ja, es ist in Spatialite implementiert. Nee. SQLite. Weißt du, warum SQLite und nicht Spatialite? Ja. Entschuldigung. Also das ist das Netzwerken, was ich vorhin erzählt habe. Na? Ich war jetzt die letzte Zeit nicht mehr so drin, aber bei dem Kickoff zu dem Geo-Package war ich mit dabei. Das läuft jetzt schon eine ganze Zeit. Das war ein langer Prozess. Die haben das erste Mal beim OGC jetzt auch eine öffentliche Liste gehabt, bei der man dort mitdiskutieren konnte. Und der Hintergrund ist einfach, dass Spatialite zu klein ist. Das ist noch nicht groß genug gewesen, vor allen Dingen als losging. Deswegen war SQLite, weil das halt wirklich überall eingesetzt wird. Das ist der Hauptgrund, dass man sagt, wir finden nichts Neues, sondern wir gehen auf das, was schon bewährt ist. Weil das Geo-Package an sich ist schon eine coole Idee. Aber wenn man da jetzt zusätzlich noch eine Bibliothek nimmt, die nicht so bekannt und überall eingeführt ist, dann wird das vielleicht problematisch. Es kann aber sein, dass in der zukünftigen Entwicklung das auch weiter zusammenläuft. Sonst noch gerne Fragen? Sonst können wir. Ich habe noch ganz kurz eine Anmerkung. Ich habe es mir aufgeschrieben und vergessen. Ende Februar gab es die Münchner GI-Runde und in der Publikation finden Sie einen Text von mir über 8 oder 9 Seiten, das wurde im Dezember geschrieben, was im Dezember alles neu war in allen Arbeitsgruppen, die aktiv sind. Also wer sich da durcharbeiten möchte, müsste nach der Publikation für die München GI-Runde gucken oder mich ansprechen. Ich kann Ihnen das Dokument dann auch zukommen lassen. Aber das ist wirklich Berichte aus jeder Arbeitsgruppe. Das wollte ich heute nicht vortragen.